Guten Nachmittag. Ja, ab und zu, ne, wird einem was eingeblendet auf YouTube und ich habe einen Schreck gekriegt. Und zwar, es geht um folgendes Video. Viele hatten in ihm sogar unseren nächsten Bundeskanzler gesehen. Wähler rechnen mit Habecks Mucks ab. Das hatte ich auf meinem Handy. Ich dachte erst, ich wollte nicht richtig gucken und naja. Ich sag gleich was dazu. Genauso Bodo Schiffmann, Dr. Bodo Schiffmann, pardon. Alles außer Mainstream, also sein Kanal hört auf. Traurig, ich habe mir das angehört. Ich sag dann auch gleich noch was dazu. Aber nochmal ein Stück zurück, weshalb ich das auch als Nachtrag nehme und Bildung hilft. Auf dieses Bild komme ich gleich zu sprechen. Es ging um dieses besagte Video, der tiefe Fall des Robert Habecks. Naja, gut. Er ist in der Gunst der Wähler abgestürzt auf dem Platz 6, wobei Annalena Baerbock auf Platz 1 aufgerückt ist, Markus Söder auf Platz 2, Cem Özdemir auf Platz 3 geblieben, Sarah Wagenknecht hat aufgeholt, Hendrik Wüst hat ein bisschen aufgeholt. Das ist alles vollkommen egal, aber gucken wir mal hier. Das kann doch nicht wahr sein. Naja gut, ich werde gleich nochmal drauf zurückkommen. Auch auf dieses hier. Das Video habe ich hier gefunden. Die Wähler rechnen ab und so weiter. Und dann werden lauter Fehler vorgestellt in diesem Video. Das muss ich nicht unbedingt verlinken, das ist auch unwichtig. Wir müssen uns diesen Blödsinn von diesen Menschen, von diesen Menschen nicht nochmal anhören. Und schon gar nicht von dem. Aber was ein bisschen gruselig ist, zum Schluss werden dann Leute befragt auf der Straße und ach, naja, ich finde es jetzt nicht, ist eigentlich auch vollkommen Schnuppe. Ja, hier werden Leute auf der Straße befragt und wenn man sich das anhört, dann wird mir übel. Und genauso übel ist Dr. Schiffmann geworden. In diesem Video, alles außer Mainstream hört auf, kann man suchen auf YouTube, geht ganz leicht zu finden. Ist unter der Schwindelambulanz Sinsheim unter dem Kanal Dr. Bodo Schiffmann zu finden. Gruselig. Ich hatte ja im letzten Video aufgefordert, dass endlich diese Sofa-Revoluzzer hier aus diesem Kanal verschwinden. Die immer mit BRD, GmbH und Wahlen sind illegal und ja, die nur rummeckern, ne? Also die keine Lösungen anbieten. Und ich hatte vorher noch ein Video mal gemacht und zwar Wahlen helfen doch. Das würde ich mir an Ihrer Stelle, liebe Zuseher, nochmal anschauen. Und auch was wir tun und wie wir es tun können. Denn es hat ja geholfen. Wir müssen ein Gegengewicht bilden. Und deswegen jetzt zurück hierzu. Ich sage, Deutschland ist verloren. Wenn ich mir die Stimmen angucke und die Leute, die, das sind die Mehrheit im Moment, die sind zufrieden. Die sind zufrieden und finden diese Politik-Kasperei hier auch noch gut und schön. Und die wählen natürlich wieder. Und wir müssen Dinge tun, die wir ändern können. Keine Klugheiten andauernd verbreiten, die eh uns nichts helfen. Da gab es interessante Zuschriften dann nochmal. Ja, und ich klinke mich da aus. Also wie so ein Einsiedelleben, das hilft keinem, niemandem von uns. Das, und da habe ich dann noch in diesem Video noch andere Dinge bekannt gegeben, beziehungsweise auch in diesem Video. Das sind Dinge, die wir beeinflussen können. Und wenn es in Frankreich und Ungarn geklappt hat, warum soll es dann nicht auch in Deutschland klappen, dass wir zumindest mal eine vernünftige Verschnaufpause kriegen und die richtige Partei oder auf jeden Fall eine ganz andere Partei als die Altparteien in der Macht haben, dann tut es nicht ganz so weh. Vielleicht kriegen wir die Krise noch ein bisschen abgefedert. Ich habe keine Lust auf die Krise. Natürlich, die würde wahrscheinlich Deutschland eher abstürzen lassen. Aber was passiert dann? Angesichts der Tatsache, dass mittlerweile die Verteidigungsministerin zusammen mit einem Generalinspekteur oder was auch immer einen bestimmten Tagesbefehl hinterlassen hat. Ich habe darauf auf meinem Telegram-Kanal hingewiesen. Es ist gruselig. Gruselig. Dazu das Infektionsschutzgesetz und so weiter. Und solche Gruseligkeiten, die helfen unserem Volk nicht. Die helfen nur anderen Leuten. Also sagen wir mal so. Bildung hilft, ich bleib dabei. Bildung hilft, indem wir unsere Enkel, vielleicht noch die Kinder bilden, ihnen ein Bild machen, sie klug machen, auf dass sie besser entscheiden, auf dass sich dieser Blödsinn hier nicht wiederholt.
Und solange solche Politkasper beachtet werden, überhaupt beachtet werden und ständig noch gewählt werden, müssen wir irgendetwas tun, was das verhindert, dass die weiterhin gewählt werden. Ist eigentlich ganz einfach. Die Idee ist nicht von mir. Ich sage es alles in diesem Video. Aber ich finde, die Idee ist das Einzige, was uns noch hilft, was uns vorwärts bringt. Dr. Schiffmann hatte in diesem Video ziemlich traurig gesagt, ja, schön. Da knastet man Menschen ein, die sich für unsere Sache stark gemacht haben. Und wo sind dann die, die unsere Sache eigentlich so vertreten haben wollen, um dem zu helfen? Um diesen Menschen irgendwie nicht bloß ja, schlaue Kommentare unter irgendwelche Videos zu schreiben, sondern echt was zu tun, damit diese Menschen nicht mehr von der Politik geächtet und vernichtet werden. Es ist alles gesagt. Ich habe es vor über anderthalb Jahren schon mal gesagt. Es ist alles gesagt. Aber ich glaube, wenn wir uns selber, die wir noch eine ganz bestimmte große Kraft bilden, wenn wir uns selber nicht mobilisieren, dann kann ich nur sagen, sind wir wirklich verloren. Wir. Denn die anderen, diese hier, und die, die diese gewählt haben, die werden alles dafür tun, um an der Macht zu bleiben, beziehungsweise die, die diese gewählt haben, die Schlafschafe oder wie auch immer, die werden alles dafür tun, dass die an der Macht bleiben. Also wenigstens das. Und es gibt einige gute Vorschläge hier unter diesem Video und unter diesem Video auch in den Kommentaren. Kann man nachlesen, wenn man noch lesen kann. Es gibt aber nicht mehr viele. So, na denn, auf, lasst uns etwas tun, was uns wirklich hilft und keine klugen Sprüche hier unten unter dieses Video schreiben. Also, weiter geht's. Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Macht was, aber macht's gut. Tschüss.